Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier bei einer Schiffstelle, ja, wo es kaum Überlebende gibt. Aber nicht um zu schauen, wie sie gestorben sind, sondern um uns weitere Erfahrungspunkte zu schnappen. Damit wir uns quasi gegen die Drachen auch leichter tun. Für den Fall, dass ich noch was lernen muss. Ja, wir müssen sowieso... Alter. Kachanga. Wir müssen sowieso alles, was hier kreucht und fleucht, umnieten, denn es wäre schade um jeden einzelnen Erfahrungspunkt. Es gibt ja noch so viel zu lernen, allein im Bereich Alchemie, und da wäre es doch super, wenn wir da so viel wie möglich lernen können. Am Hervorgi. Wargi, Wargi. Komm her. Ja. Caputo. Perfekto. Sehr gut. Was haben wir da drüben noch? Ihr seht ja, es ist ja alles voll mit Viecher. Es ist ja Wahnsinn. Komm her. Kachanga. Bam. Boom. Clash. Chepa. Boing. Bam. Boom. Jawohl. Und ja. Vielleicht passt es ja auch, dass wir dann gleich zum nächsten Drachen gehen können. Ich denke schon. Schauen wir mal, was hier noch so alles lebt. Ich glaube, es sind nur mehr da drüben zwei, drei Drachensnapper oder sogar nur einer. Okay. Und ein Schamane, wie mir scheint. Da hinten kniet ein Schamane. Kachanga. Und nochmal, komm. Kachanga. Jawohl. Bam, zack. Jawohl, hin ist er. Sehr gut. Bam. Ich sollte mir was einverleiben an Tränken. Sonst wird es gleich. Oder warte, ich nehme gleich einen Heilzauber, wenn wir noch einen haben. Momentele, schnell Glübchen. Nur mit den schweren, ne? Wie mir scheint. Pfui. Ja, dann nehmen wir halt so einen schweren einmal, ne? Momentele, mal ein bisschen die Tastatur verschieben. Vollheilung ist das sogar. Bloing. Die wäre nützlicher gewesen für den Endgegner. Ja, vielleicht können wir noch hier und da was basteln, beziehungsweise auf den falschen Speicherstand gespeichert. Ja, vielleicht können wir da, wie gesagt, irgendwie noch was machen. Urshak! Nein! Er lebt noch! Urshak! Warte! Ich dich wiedererkennen. Du Freund Mensch, mit weicher Stimme. Freund töten bösen Dämon Krushak. Ja, haben wir gemacht. Ein sprechender Ork? Nein, nein. Was machst du denn hier? Urshak erlebt noch, Gott sei Dank. Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urshak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Ja, warum greift ihr uns Menschen an? Warum greifen die Orks die Menschen an? Urshak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urshak. Urshak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urshak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Aha. Und wo kommt ihr alle auf einmal her? Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Na toll, mit Schiff, na super. Und was verbirgt sich hinter der Barrikade dort im Osten? Was verbirgt sich hinter dem langen Orkzaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg. Verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Und was machst du jetzt? Was hast du jetzt vor? Urshak warten auf Orks Spätrupp, zu bringen Urshak zu Hoshpak. Wer ist Hoshpak? Sein sehr großer Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Na super. Und warum gehst du nicht einfach zu ihm? Warum gehst du nicht zu ihm? Urshak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpak
nicht erhören Urshak. Orks töten Urshak, wenn sehen ohne Spätrum. Urshak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben die heute. Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Hoshpak kann kontrollieren Orkkrieger. Na super. Wir müssen den aber töten, Urshak, das weißt du schon, ne? Urshak, moi! Ihm gibt's ja noch. Mei, wie schön. Oh, wie toll. Oh, wie super. Hoffentlich waren das nicht die Orks, die wir da gerade geplättet haben. Ja. Ups. Ne? Mehr könnte man dazu nicht sagen. Mei, schön, lebt der Urshak noch. Sie haben ihn nicht weiter verprügelt, so wie damals. Komm her, du dämlicher Drachensnapper. Glaubst du, dich hätte ich nicht gesehen da unten? Das sind normale Snapper auch, wie mir scheint. Jawohl, da kommt er schon. Moi, der Urshak. Oh, und wie er uns erkannt hat. Und das nicht an unserem männlichen Geruch. Nein. An unserer Stimme. Komm her. Bäm. Und an unserem Aussehen. Trotz unserer neuen Rüstung. Da habe ich doch glatt wieder einen Frosch im Hals. Einen Moment, ich muss kurz husten. So, geht schon wieder. Ein Hüstelchen blickt mir da. Komm her, du Drachensnappi, du. Dann ist da oben noch einer und einen normalen Schnappi. Bam. Ka-Changa. Und nochmal. Ka-Changa, Changa, Changa. Na los. Jawohl. Schön. Na, nochmal. Perfekt. Weg ist er. Da schnurrt er sich zu Tode. Ja. Gut, jetzt haben wir hier... Heilzaubermäßig ist eher mau. Werden wir uns über die Tränke herschmeißen. Runter damit. Und ich habe so gehofft, dass wir unseren alten Freund wiederfinden. Aber das Blöde ist, ich kann immer noch keine Zungen vom Feuerwaran quasi looten. Jawohl, da kommt der normale Schnappi. Und dann haben wir noch einen Drachenschnappi. Komm her, Saufich. Was? Ein Rudelführer? Oh, bist du der? Kralle des Rudelführers. Das ist, glaube ich, die Quest für den Typ im oberen Viertel. Da war der die ganze Zeit. Ka-Changa. Perfekt, kann man doch die nächste Quest dann auch abgeben. Tschüssi. Das lief super. Haben wir die Truhe da oben schon geöffnet? Ich meine ja. Zu weit weg. Und? Ja, haben wir getan. Sehr schön. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ob wir überhaupt die Zungen eines Feuerwarans mal brauchen können. Aber es wäre halt sehr schade, wenn wir solche Ressourcen jetzt verschwenden würden. Deshalb schaue ich nochmal ganz kurz darüber, ob es noch mehr Orks zum Klatschen gibt. Oder ob hier schon alles übersät ist mit Feuerwaran. Nein, nein, das sind schon noch Orkis. Komm her, Orki. Komm zu Papa. Ein paar Wargs da unten. Sehr gut. Ka-Changa! Oh, da fällt mir gerade ein. Wartet mal. Da fällt mir gerade was ein. Ich meine, diese Schuhe, die sind schon hier. Die hauen wir da noch weg. Aber normalerweise hätte ich mir das jetzt aufsparen können, denn hier rüber geht es zu einem weiteren, beziehungsweise zum letzten Drachen, zum Eisdrachen, denn darüber kommen wir... Wo rennst denn du hin? Du bist das dämlichste Viech auf der ganzen Welt. Unfassbar. Vollidiot, echt. Also das Viech. Und da vorne sind ja alles voll mit Orks. Noch ein Schamane, soweit ich sehen kann. Ein Krieger ist noch da. Wow, muss mal schnell weg. Es reicht mir voll und ganz, wenn nur die Krieger jetzt mal da sind. Kommt her. Ka-Changa, Ka-Changa, Changa, Changa, Changa. Mach Ka-Changa.
Komm, Katschanga. Mach Katschanga. Geht ja. Nochmal. Komm, komm, komm. Mach jetzt. Meine Güte, alles muss man dem Deppen 20 Mal sagen. Mach jetzt. Jawohl, so muss das ausschauen. Schön looten. Geht ja, man muss ihn nur anspornen. Aber der eine Wag ist verschwunden. Keine Ahnung, wo der dumm, diese Dummnuss hin ist. So, dich looten wir aus. Ja, wie gesagt, der eine ist abgehauen. Dann schauen wir mal, ob wir die... ob wir noch den ein oder anderen Wag hier killen können, damit wir hier ein bisschen Platz bekommen. Warte mal. Warum greift ihr den Warg an? Ork, du bist ein Droh. Wir sterben, Ork. Jetzt bei mir. Durch mich. Jawohl. Und jetzt der Warg. Schnell, komm. Passt. Hätte ich fast die Erfahrungspunkte nämlich verloren. Wenn der Warg den gekillt hätte, hätten wir nichts abkassieren dürfen. So. Das passt so. Dann würde ich sagen, ich schleiche mich da jetzt weg. Ich laufe darüber. Werde ich da was pullen? Ich fürchte ja. Ich versuche mich daran vorbeizuschleichen. So, das sind noch ein paar Wargs. Ich will die Feuerwarane nämlich nicht pullen mit Absicht. Komm her, Saufich. Katschanga, komm. Katschanga. Bam, kaputt. Und du auch gleich. So, mach hin. Katschanga. Katschanga. Und bam. Perfekto. So, das wäre mal ein Speichernwert. Und ein Glübschelein auf die Uhr. Oh, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Sehr schön. Das sehe ich am liebsten. Ich bin einmal weg. So. Ja, wie laufen wir jetzt denn am besten, ne? Normal müsste ich hier rauf. Glaube ich. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob wir hier auf dieser Seite auch zu dem aus meiner Sicht lebenden Feuerdrachen hinkommen. Ich schaue jetzt einfach mal ein Stückchen rauf hier. Boah, ich zück mal die Klaue, vielleicht geht es jetzt besser zum Laufen. Aber ich glaube, da kommen wir woanders hin. Da haben wir Drachensnapper, okay. Ich habe nur gerade jetzt den Kopf gesehen. Blöde Kamera. Ich müsste mal so... Oh, seht ihr, da oben ist er. Mit der Maus ein bisschen nachhelfen. So. Schön speichern. Und jetzt da pullen. Komm da her, Schnappi. So, ja. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Moment, das bringt sich nichts mehr. Da kann ich gleich laden. Da können wir gleich laden. Das habe ich nicht gedacht, dass da jetzt 4 Stück sind. Ups. So, nochmal. Komm her. Ich fürchte, jetzt wird das wieder nichts mit dem Feuerdrachen. Ja, der nächste ist der Feuerdrache. Ja. Verdammt. Boah, hoffentlich überleben wir den Angriff da jetzt. Katschanga, komm, mach Katschanga. Jawohl, noch mehr Katschangas. Einer noch, komm, 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 ein Katschanga. Mach Katschanga. Oder so. Geht auch. Ist auch erlaubt. Perfekto. Da gehen wir wieder was trinken. Auf euer Wohl. So, tada. Perfekt. Und vielleicht was essen wir noch dazu und schwammerl. Das müsste reichen. Ist wieder ein Speichernwert. Und weiter geht's. Der nächste Depp. Snappy. Komm. Perfekt. Komm näher, du schierches Mistviech. Du dreckiges. Kannst dich gleich zu deinem Freund da hinlegen. Na los. Geht schon Vollgas. Du blödes Mistviech.
Tatschanga. Wow, das lief super. So könnte es immer sein. Haha. So, wieder schön speichern. Jetzt müssten es noch zwei sein, hoffe ich mal. Da kommt er schon angestiefelt. Alle beide. Das ist schlecht jetzt, ne? Katschanga, perfekt. Katschanga, perfekt. Komm. Geh sterben, Viech. Geh sterben, Viech. Genial. Bäm, komm her, Katschanga. Noch mehr Katschanga, bitte, 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 bitte. Mindestens noch ein. Jawoll. Alter Schwede, das lief super. Das lief spitzenmäßig. Aha. Ja. Genau, Xatas alter Turm haben wir hier, ne? Also nicht der alte, sondern der alte Turm. Darin haben wir damals die Erzbaron-Rüstung gefunden. Und ich denke nicht, dass die noch dort liegen wird. Denn die haben wir ja quasi nicht behalten dürfen. Ja. Juhu, Mana Plus, sehr schön. So, das gibt wieder ein fettes Speichern. Und einmal umglubschen. Gibt's hier was? Wow. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht erreichen damit. Verdammt. Ich wollte jetzt nicht ins Wasser fallen. Naja, was soll's. Ich glaube, über Umwege kommt man so, glaube ich. Gibt's die Brücke da oben noch? Ich glaube, die ist ins Wasser gefallen, ne? Oh, Lurker. Da oben müsste es nämlich eine Brücke geben, eigentlich. Und da ging's zu Xadas altem Turm rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir da noch was finden werden, was Brauchbares. Gestorben. Bäm. Sehr schön. Her mit deinen Sachen. Ich glaube, die ist weg, weil ich wollte eigentlich darauf, da oben, da drum müsste ein Feuerdrache irgendwo sein. Schau, was da alles noch herumkrebst. Ja, servus. Bäm. Und tschüssi. Was liegt denn hier? Wie kommt hier ein Drachenjäger her? Hallo? Wie geht denn das? Wie kommt denn hier ein Drachenjäger her? Die Kerle sind auch allgegenwärtig, echt. Da kannst du dich verlaufen, wie du willst. Du findest sicher einen toten Drachenjäger an. Ohne große Schwierigkeiten. Ist ja unfassbar. Da ist noch ein Fischilein. Da drüben ist auch noch ein Fischilein. Alter, wie viele Fische gibt's denn hier? Ja, wahrscheinlich haben es die Viecher an Land gezogen. Da ist sicher Lurker-Sapper dran. Nichtsdestotrotz will ich mal kurz da reinschauen. Schau, da gibt es eine Truhe. Tja, da ist echt irgendwas. Mit Wacholder und ein paar Goldmünzen. Da ist jemand krepiert. Ja, schön. Ich nehme das mal mit, ne? Du brauchst das, glaube ich, nicht mehr. So, da ist wieder zum Speichern. Denn da ist eine Truhe. Da muss ich auch bald wieder auf die Uhr klubschen. Mann, super. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Meine Güte. So, so. Nein, ich habe zweimal einen kleinen Fehler gemacht, ne? Ah, so. Okay. Ja, mit dem Zeug. Ich hoffe, wir haben noch genügend Dietrich. Ich schau mal nach. Dietrich. Her von und zu Dietrich. Oh, da sind sie noch nicht. Nein, Schlüssel. Noch mehr Schlüssel. Was ist das? Zangen, ja, haben wir auch recht viele. 51, ja. Das reicht noch. Okay, das war ja. Das scheint es hier gewesen zu sein. Mal ein Klubschi auf die Uhr. Ja, eine Minute. So, was haben wir noch ungefähr? Dann schwimmen wir darüber. Ja, ich muss leider bei den Feuerwaranen vorbei. Da werde ich keine andere Möglichkeit haben, um zum Feuerdrache raufzukommen. Ja, ist halt leider so. So, her mit deinem Fischi. Alle hopp. Und hier auch nochmal. Alle hopp. Und wir sind schon wieder da. Wunderbar. Ui, da ist noch ein Lurker und der tanzt so schön. Komm her, Lurki. Grummel, grummel. Und tschüssi.
Ja, das war auf Ansage. Schön. Da sind noch zwei von den Viechern. Kommt's nachher. Jojo. Es kommt jeder dran. Und du auch. Jojo. Perfekt. Einfach mal so umgeschnetzelt. Wenn man bedenkt, wie diese Viecher uns damals Ärger gemacht haben, ne? Als junger, unerfahrener Held. Und jetzt da kriegen sie da einfach einmal eine drüber gebraten und aus die Maus. Ja, ist schön. So. Hoffentlich überraschen mich hier keine Viecher. Weil da drüben geht es jetzt wieder zurück Richtung Sardas Turm. Ein Steingolem. Den schnappen wir uns noch. Ich habe jetzt zwar ein kleines bisschen Überlänge, aber den Steingolem schnappen wir uns noch. Rein zu. Also das war jetzt echt schön. Da kann man... Oh, da ist noch ein Drachensnappi. Komm da her, Schnappi. Katschanga. Komm her. Bäm, zack, brack. Boom, tschakalaka. Bäm, zack, brack. Bäm, tschak, tschak, tschak. Und aus die Maus. Komm, aus die Maus. Jawohl. So. Und jetzt müsste hier schon sauber sein. Und dann brauchen wir da sicher also momentan nicht mehr uns den Kopf darüber zerbrechen, ob da noch irgendein Viech wäre. Weil Zug sah das Turm so, ohne weiteres kommen wir gar nicht. Schau, das sind doch noch Viecher. Schnappi! Komm her. Die putzen wir die noch weg. Ja, das geht hoffentlich schnell. Und dann beenden wir den Part. Habe ich jetzt, glaube ich, sicher 5-6 Minuten Überlänge. Oh oh, das war nicht klug. Nicht mit diesem Leben, den ich da, das ich nur mehr habe. Oh, scheiße. Das war gar nicht schlau von mir. Ich habe nicht gedacht, dass mich jetzt alle angreifen werden. Verdammt. Scheiße. Ich muss mal schnell weg. So, das müsste reichen. Einmal schnell, diesmal mache ich Vollheilung. Heilung. Vollheilung. Habe ich noch drin, passt. Hier. Und bäm. Und weiter geht's. Gleich die Waffe gezückt. Die drei Biester machen wir platt noch. Und dann ist Schluss aus für heute. So, da, schnell, schnell. Da können ruhig alle kommen, das ist wurscht, die hauen wir alle weg. Zuerst den Drachenschnappi und dann die anderen. Komm her, Schnappi, du Krokodil. Schnippschnapp. Komm her, Schnippschnapp. Zuerst den Schnippschnapp, den da. Bäm. Komm, Katschanga. Jawohl, nochmal, Katschanga. Perfekto. Komm, nochmal. Jawohl. Perfekt. Und du auch, weg mit dir. Sauf ich. Jawohl. Sehr, sehr schön. Passt. Im nächsten Part, also sprich morgen, werden wir dann hier rein nochmal klupschen. Ob hier vielleicht ein paar Minecrawler gespawnt sind. Da wir ja schon Kapitel gewechselt haben, könnte es sein, dass hier, oder schauen wir gleich nach. Ich glaube, da lebt nichts mehr, ne? Glitzert da hinten was? Ich schaue nur kurz rein. Kann sein, dass ich hier etwas übersehen habe. Tatsächlich ein Trank, ne? Ich bin ja so ein Blindfisch. Aber leben tut hier nichts mehr. Da ist noch eine Spruchrolle. Ist das neu dazugekommen oder habe ich das echt übersehen? Ich meine, ich traue es mir zu. Nein, hier ist gar nichts mehr. Das ist gut. Passt. Dann beenden wir. Ich weiß, es ist jetzt stockdunkel, aber das waren jetzt ein Heiltrank und eine Spruchrolle. Mehr ist da nicht mehr drin. Sehr gut. Dann werden wir im nächsten Part... Entschuldigung, dass es heute nichts mit dem Drachen wurde, aber wir haben Drachensnapper dafür gehabt, vielleicht ist es ein kleiner Trost. Und im nächsten Part werden wir uns dann wirklich zum Feuerdrachen aufmachen, denn wir haben hier alles sauber weggeputzt und ja, einen Haufen Erfahrungspunkte wieder einkassiert, so wie es sein soll. Ich denke, wir waren heute sehr brav und somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!